weit. Also ich und dieser Priester hier, die können als einziges wieder beleben. Das heißt, ist er tot und dann bin ich tot und dann wird verloren. Leider, leider. Ach, wie schade. Stirb! Ja, es ist Blut. Eiskristalle. Der Boden ist gefroren. Was? Ein Blutbahn. Das ist starke Magie. Das macht ja auch Sinn, oder? Im Fall eines Angriffs hatten sie bestimmte Riten und Beschwörungsformeln, mit denen sie den Zugang verriegeln konnten. Kannst du es lösen? Aber klar doch, es ist eins von unseren. Vielleicht solltet ihr ein paar Schritte zurücktreten. Oh, das war ja einfach. Wie war das mit den Schritten zurücktreten? Ich weiß nicht, wie das schließt. Das wäre sicher nicht so gut, auf halbem Wege stecken zu bleiben. Rawlings, du kommst mit mir. Abby, Billy, ihr zwei bleibt hier. Wenn sich die Tür so nicht öffnen lässt, braucht ihr euch beide, um wieder rauszukommen. Alles klar, Sir. Ja. Netter Trick. So, weiter geht's im dritten Level. Ja, bla bla bla. Interessiert mich nicht, was da steht. Laden, laden, laden. Wonach suchen wir? Es gibt hier ein riesiges System zur Erkennung und Überwachung paranormaler Aktivitäten. Das System sucht Alkali kontinuierlich nach Hinweisen ab, die auf eine Schwächung des dimensionalen Spalts hinweisen könnten. Wir müssen die Aufzeichnungsdaten dieses Systems finden, damit wir rückgängig machen können, was Leech angerichtet hat. Sieht ziemlich tot aus. Nett. Sackgasse. Wir sollten einen anderen Weg probieren. Da runter. Der steht schon. Geil. Muriel, lass die Waffe fallen! Keine Bewegung! Muriel, ich bin's, Paul! Du bist einer von denen, ich weiß es genau! Ich sagte, lass die gottverdammte Waffe fallen! Jetzt! Muriel, ich bin es, Paul Rawlings, ich schwöre es! Wir haben uns 96 kennengelernt, ich war dein Kontaktmann in Tschetschenien und Sudan! Und was ist mit Prag? Prag, 1999, Silvesterabend im Hotel Bohemia. Wir tanzten zu Liedern von Cole Porter in Tschechisch und betranken uns bis zur Besinnungslosigkeit mit Absinth. Priester, ich bin trinkt. Das, was danach geschah, kann ich mich leider nicht mehr so genau erinnern. Okay, doch, eigentlich schon. Oh, wie süß. Bist du verletzt? Etwas Schreckliches ist geschehen. Sie haben den Spalt bereits geöffnet. Es ist schon draußen. Was ist draußen? Wovon spricht sie? Operation Gottessiegel. Deshalb haben sie dich geschickt, nicht wahr? Du musst es aufhalten, Paul. Sonst haben wir alles verloren. Die ganze Welt ist sonst verloren. Konntest du davon Aufzeichnungen machen? Wenn wir die Quelle der temporalen Distorsion ausmachen, können wir den Spalt finden. Aber diese Wörter. Ross, kannst du mich hören? Ich höre dich. Wir stecken in der Klemme. Alpha braucht Verstärkung. Wie ist eure Position? Nordwestlich von der Ausgrabungsstätte. Wir haben es mit mehreren feindlichen Angreifern zu tun. Wir hören nicht auf zu feuern. Haltet die Stellung. Wir sind unterwegs. Alpha braucht Hilfe. Wir können sie nicht zurücklassen. Ich sage es kein zweites Mal. Abby, Billy, raus hier. So. Irgendwas Ausgangmäßiges. Ich dachte, du wärst ein Priester. Ich bin ein Priester. Und was ist mit Prag? Ich bin immer das noch ein jetzt Mensch. Auch gesagt. Faule Ausrede. Waren die Leichen schon zu Beginn hier? Keine Ahnung. Das war auch ein geiles Level, finde ich. Mann, die sind anfangs immer so lang, die Level. Echt schlimme Sache, sowas. Auf geht's. Wir fahren jetzt den Viecher in den Kopf einfach an. Ja genau, lauf du vor. Da ist einer! Es ist ein
Ja, genau. Bleib liegen. Bleib liegen. Und nein, in diesem Spiel kann man nicht rennen. Leider. Ich die hasse. Er ist erledigt, Sir. Hier drüben, Arschloch. Sind so ätzend. Ich muss immer auf die gelben Pusten schießen, damit die sterben. Sonst wird die dann zu knapp. Kommt natürlich auf jeden Fall zu. Ja, genau, so eine Explosion, nur dass es dann die deine Teamkameraden ganz mitreißt. Das Geil ist, meine Teamkameraden sind einfach zu blöd, von sich aus auf diese Kurve zu schießen. Ich schieße einfach nur ganz stumpf in die Luft. Und noch nicht mal alle Punkte. Scheiße, später habe ich noch viel mehr. Meine Teamkameraden ballern nur wie wild auf die Gegner drauf und ich treffe dann auf Zufall. Wow, sie haben es geschafft. Puste. Immer her damit! Ich kann Muriel nicht über Funk erreichen. Cole, du musst deine Datenwiederherstellung für mich durchführen. Schaffst du das? Das hängt vom Grad der temporalen Distorsion an der Ausgrabungsstätte im Verhältnis zum Ereignishorizont des Spaltes selbst ab. Wenn der Wirbel stark genug ist, um eine Rückkopplung zu erzeugen, besteht theoretisch die Möglichkeit einer Wiederherstellung, falls sie da wirklich vorhanden. Jo, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ich habe kein einziges Wort verstanden. Ich denke, ich kann die Daten wiederherstellen, Sir. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Mach mal Tür auf. Danke. Danke. Ja, ich weiß, wie das geht. Das ist nicht das erste Mal, dass ich dieses Spiel spiele. So. Ah, geht nach. Endlich. Das kann diese Blutbahn hier tun. Als erstes. Geht nach Fest. Down ist. Okay. Wenn ich down bin, dann sieht das nicht. Das wäre schlecht. Oh Gott, was macht ihr? Ein Depp. Jesus, das war knapp. Vollidiot. Steht da und wartet, sich abschlachten zu lassen. Was? War das schon alles? Ein Depp. Vorwärts, Leute, im Laufschritt! Ja, cool. Und erneut.
keine Sorge. Vielleicht. Oh nein. Oh nein, wie unerwartet, sie ist tot. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Lecker. Rawlings. Ich habe sie hierher geschickt. Ich dachte, wir bräuchten Platz. Ich hatte Angst, jemand würde es herausfinden. Das könnte durchaus beträchtliche dimensionale Probleme verursachen, Sir. Sie sollten vielleicht besser rausgehen. Puh! Ziemlich kaputt, das Ding. Los, wir kriegen Gesellschaft! Ich werde euch alle töten. Dieses Geschrei. Dann lass knacken.